Guten Morgen, meine Damen und Herren. Es freut mich, dass ich Sie zum zweiten ausgebuchten Anwendertag begrüßen darf. Auch letztes Jahr in Mainz waren wir schon sehr, sehr gut besucht. Und da wir keine Abschlusspodiumsdiskussion haben, möchte ich die Gelegenheit nicht versäumen, dem Team, das hier dahinter steht, sehr herzlich zu danken, die das hier alles vorbereitet haben. Vielen, vielen Dank. Ja. Ich wurde gebeten, heute mal nicht so eine übliche Begrüßungsrede zu halten, sondern vielleicht mal auf ein paar Kernpunkte einzugehen, die uns ein bisschen umtreiben. Und einer unserer wichtigsten Standards, den wir haben, ist, wie Sie wissen, das Industry Foundation Class, IFC. Und einige von Ihnen haben damit schon gearbeitet und finden es wunderbar und andere finden es noch nicht so wunderbar. Und ich wurde gebeten, mal darauf einzugehen, wo IFC funktioniert, wofür es noch vielleicht nicht so funktioniert und was getan werden muss, damit es funktioniert. Und ich glaube, jeder von Ihnen, der schon sich ein bisschen mit BIM beschäftigt hat, weiß, dass es kein rein technisches Thema ist. Wir haben natürlich im letzten Jahrhundert sehr technisch mit der ganzen Geschichte angefangen. Aber es ist kein rein technisches Thema, sondern das Ganze funktioniert nur in einem Schulterschluss zwischen Technik und Anwendung. Begleitet von den ganzen Rahmenbedingungen, die wir brauchen, Verträge, Gesetze und so weiter. Und auf die Geschichte möchte ich ein bisschen eingehen. Ich denke, wir haben eine Stufe erreicht, wo wir einen neuen Schulterschluss brauchen, um die Sache voranzutreiben. Sie sehen hier auf dieser Folie mal den Versuch einer Darstellung, dass man sich bewusst ist, dass man im Lauf eines Bauvorhabens auf der einen Seite natürlich graduell ständig einen fortschreitenden Detaillierungsgrad hat. Es gibt dann so arithmetische Rechnungen wie Level of Geometry plus Level of Information ist Level of Detail oder Level of Information Need wurde es als Ausrede vielleicht in der ISO 19650 festgelegt, weil man sich um die Begriffe Level of Detail, Level of Development momentan noch ausgiebig unterhält. Ich denke, es ist wichtig, dass ihm klar ist, dass man auf der einen Seite einen fortschreitenden Detaillierungsgrad hat und dann an bestimmten Meilensteinen aber auch vereinbaren muss, wie man diese Information übergibt und welchen Grad an Informationen man erreicht haben muss. Das heißt, wenn einem das klar ist, ist auch klar, dass man in diesem Prozess bestimmte Informationsanforderungen hat. Diese Data Drops, das sind sozusagen diese Vereinbarungen, wo man sagt, an bestimmten Meilensteinen brauchen wir einen bestimmten Informationsstand. Die findet man in den bekannten englischen Dokumenten, man findet die als Datenübergabepunkte im Stufenplan. Aber wir haben eigentlich momentan noch kein gemeinsames Verständnis dafür, wie so ein Data Drop wirklich ausschaut, nach einer Honorarphase 3 zum Beispiel. Auf der anderen Seite haben wir über die Jahre bei Building Smart ein Framework entwickelt, das es eigentlich hilft, alles zu tun. Und der Grund, warum es heutzutage noch nicht so ganz funktioniert, ist, weil wir dieses Framework noch nicht nutzen wirklich. Im Detail schon, aber noch nicht ausreichend. Und vielleicht erkläre ich Ihnen kurz, damit es allen nochmal bewusst ist. Wir haben auf der einen Seite, auf der Anwenderseite die Möglichkeit, sogenannte Informationsaustauschanforderungen zu dokumentieren. Wir nennen diese Dinger Exchange Requirements. Und wir haben eine Methode entwickelt, dass wir das Ganze gleichartig dokumentieren. Das hilft uns, dass wir das Ganze untereinander abstimmen können. Diese Methodik ist IDM, Information Delivery Manual. Und die technische Antwort darauf, wenn dann die Softwarehäuser wirklich die entsprechende Information digital liefern müssen, sind die Model View Definitions, die zum Beispiel zeigen, mit welchem Ausschnitt des IFC-Modells man dann bestimmte Austauschanforderungen erfüllen kann und liefern kann. Das Ganze ist dann auch die Messlatte für die Zertifizierung, sodass wir dann am Schluss Programme haben, die wirklich das liefern, was zum jeweiligen Zeitpunkt erforderlich ist. Es gibt dann noch den Aspekt des sogenannten Building Smart Data Dictionary, gehe ich gleich noch kurz darauf ein. Diese Data Drops, die wir an bestimmten Meilensteinen haben, sind also letzten Endes nichts anderes als Exchange Requirements. Das heißt, auch diese Exchange Requirements passen in die Systematik, die wir bei Building Smart haben. Das heißt, wenn wir diese Data Drops als Exchange Requirements verstehen, dann können wir auch im Prinzip Information Delivery Manuals entwickeln, um zu beschreiben und klar zu dokumentieren, wie das auszusehen hat. Warum es jetzt nicht so ganz funktioniert, möchte ich Ihnen an einem kleinen Beispiel zeigen, so mehr Sendung mit der Mausniveau. Und einige von Ihnen hier im Raum mögen dieses Getränk hier schätzen.
Und wenn Sie jetzt dieses Getränk eingeschickt bekommen, erwarten Sie sich irgend so etwas. Ja? Und Sie werden begeistert sein, wenn das, was Sie bekommen, Ihren Erwartungen entspricht. Wenn Sie so etwas bekommen, sieht in der Farbe sehr ähnlich aus, aber Sie werden wenig begeistert sein. Und wenn wir das Ganze jetzt übertragen auf IFC, wir holen uns also dieses IFC-edle Getränk. Und es ist je nachdem, was Sie da bekommen, sind Sie halt unterschiedlich begeistert. Ja? Also wenn Sie tatsächlich dieses Getränk bekommen, was Sie nicht erwartet haben, weil es Ihnen gut geht und Sie gerade keinen Kamillentee brauchen, dann sagen Sie, IFC doesn't work. Wenn man Ihnen das on the rocks serviert, als Single Malt Liebhaber würde man das nicht tun, aber wenn es in einer liefert, würden Sie sagen, naja, gut, okay. Und wenn Sie dann tatsächlich den Single Malt bekommen, den Sie sich erwarten, jetzt muss ich nur schauen, wo man da hinhalten muss, dass es geht, wenn Sie also tatsächlich den Single Malt bekommen, den Sie sich erwarten, dann werden Sie sagen, IFC ist super. Der Grund, warum wir diese unterschiedliche Erfahrung machen, liegt daran, dass wir in der momentanen, in der Industrie implementierten IFC-Version, für die, die ein bisschen tiefer drin sind, wissen, das ist die IFC 2X3. Für diese Version haben wir zurzeit nur eine Model View Definition, auf deren Basis wir zertifizieren. Das heißt, Sie haben im Prinzip nur eine Flasche IFC. Und wenn diese Model View Definition, die zu dem Zweck entwickelt worden ist, dass man ein Referenzmodell hat, dass man das verwenden kann zur Koordinierung der Planung, zum Darstellen und in der Zwischenzeit auch ein bisschen zum Austausch an Designinformationen, damit man die Informationen in nachfolgenden Prozessen benutzen kann. Wenn also dieser implementierte Umfang dem entspricht, was Sie sich erwarten, dann sind Sie mit IFC happy. Wenn Sie aber was anderes sich erwarten, dann sind Sie mit IFC nicht glücklich. Was aber nicht an IFC liegt, sondern es liegt daran, dass sich noch keiner die Mühe gemacht hat, die Exchange Requirements hinzuschreiben und die entsprechenden Model View Definitions zu definieren. Wir haben dann noch die Herausforderung, dadurch, dass so dieser Coordination View mit der Zeit ein bisschen breiter geworden ist, dass es auch kein Software-System gibt, das diesen Coordination View 100% unterstützen kann. Weil eben dieser Austauschzweck so sich mit der Zeit ein bisschen verbessert hat. Deswegen haben wir in der Zertifizierung grüne, gelbe und rote Checkmarks. Das heißt, selbst mit einigen roten Checkmarks kann man noch die Zertifizierung bekommen. Wenn es in Ihrem Fall ein roter Checkmark auf einen grünen Checkmark trifft, dann werden Sie auch nicht so ganz glücklich sein. Jetzt in der IFC 4, die es seit einiger Zeit vorliegt, die ist momentan auch schon von den Softwarehäusern in einem prototypischen Zustand implementiert worden ist. Da fangen wir also an, dass wir das Ganze ein bisschen mehr differenzieren. Wir haben also immerhin schon zwei Model View Definitions, die sicher noch nicht ausreichen. Wir haben eine Model View Definition, die back to the roots ein bisschen geht, also das, was der Coordination View eigentlich wollte, die sogenannte Reference View, der sich sehr stark einschränkt, nur auf den Austauschzweck, wir wollen das Zeug darstellen und wir wollen, Sachen referenzieren können. Alles, was an Design Transfer geht, wo man also Informationen austauscht, die man in anderen Programmen weiter nutzen kann, das ist grob definiert, aber die Exchange Requirements, die man wirklich braucht, sind nicht definiert. Was wir also machen müssen, ist, wir müssen uns überlegen, wenn zu einem bestimmten Zeitpunkt, wahrscheinlich sogar für bestimmte Bauvorhaben, denn das wird bei einem Krankenhaus anders sein wie bei einem Hotel zum Beispiel. Wenn wir also zu bestimmten Zuständen, zu bestimmten Meilensteinen für bestimmte Bauwerkstypen Informationen übergeben zwischen den Planungsgewerken, haben wir unterschiedliche Exchange Requirements. Und wenn wir uns denn die Mühe nicht machen und das nicht hinschreiben, wird es nie so funktionieren, wie wir uns das alle erwarten. Erst wenn wir das haben, werden auch die Softwarehäuser oder werden Softwarehäuser die Möglichkeit haben, dass sie anklicken, nicht nur einfach IFC-Export, sondern IFC-Export für einen bestimmten Zweck. Das heißt, Sie sehen, wenn wir unsere Systematik sehen, haben wir eine ganze Reihe zu tun, weniger an den technischen Grundlagen, sondern vielmehr an den inhaltlichen Grundlagen. Ich möchte noch auf den Punkt Building Smart Data Dictionary eingehen. Wer das noch nicht so kennt, vielleicht eine ganz kurze Beschreibung. Das ist eine Möglichkeit, dass man dort Vorlagen, Templates für Produkttypen definiert und zu diesen Produkttypen im Prinzip alle Eigenschaften, die diese Produkttypen jemals im Laufe ihres Lebenszykluses benötigen. Natürlich brauche ich diese komplette Liste an Eigenschaften nicht ständig.
Das heißt, wenn Sie in einem bestimmten CAD-Arbeitsschritt sind, brauchen Sie einige davon. Wenn Sie das einkaufen, brauchen Sie einige. Wenn Sie das wirklich einbauen, brauchen Sie es einige und so weiter. Also je nach Anwendungszweck haben wir hier eine unterschiedliche Zusammenstellung von Properties, die man braucht. Was dieses Building Smart Data Dictionary auch noch ermöglicht, ist, dass jedem Property eine eindeutige Nummer zugewiesen wird, sodass eindeutig klar ist, über welche Eigenschaft wir reden. Die Analogie dazu ist im Internet. Im Internet hat jede Webseite eine Nummer, aber wir können sie unterschiedlich benennen und trotzdem landen wir da bei der richtigen Webseite. Und nur weil die Menschheit es geschafft hat, einen eindeutigen Mechanismus zu entwickeln und eine einzige Stelle zu entwickeln, die diese Nummern für die Webseiten vergibt. Nur deswegen funktioniert das Internet überhaupt. Wenn uns dieser Schritt bei den Attributen und bei den Produkttypen nicht gelingt, dass wir hier eine eindeutige Vergabe dieser Properties hinbekommen, dann werden wir auch hier noch lange in der babylonischen Sprachverwirrung verharren. Das Building Smart Data Dictionary gibt auch noch die Möglichkeit, dass man dann diese Begrifflichkeiten in verschiedene Sprachen oder auch Synonyme übersetzt. Jetzt kann man natürlich wieder sehen, je nachdem, welchen Set von Properties ich für den jeweiligen Zweck brauche, auch das sind ja letzten Endes wieder Data Drops. Das heißt, auch diese Data Drops sind jetzt nicht nur Anforderungen vielleicht an einen IFC-Datenaustausch, sondern auch Anforderungen an die Umfänglichkeit der Eigenschaften, die wir brauchen, um die Produkte zu verschiedenen Zeitpunkten zu beschreiben. Das heißt, wenn ich wieder in unser Framework zurückgehe, haben wir nicht nur in diesem Bereich IDM, IFC und so weiter zu tun, sondern wir haben auch noch sehr viel zu tun in diesem Bereich Building Smart Data Dictionary. Wir haben natürlich jetzt bei Building Smart, das ist ja unsere Rolle, wie wir uns aufstellen, die Möglichkeit, dass wir diese Dinge in der Industrie ausprobieren. Und wenn wir wissen, wie es funktioniert und was wir brauchen, dann können wir das übergeben an die Regelsetzer. Das ist passiert bei IFC, bei IDM, bei IFD, also die Grundlage für das Building Smart Data Dictionary und so weiter. Nachdem momentan alle um diesen heißen Brei Exchange Requirements rundherum kreisen und sich keiner irgendwie so traut, das anzupacken, habe ich mir gedacht, dann fangen wir das doch mal an, dass wir hier das auch versuchen auf der nationalen Regelsetzungsebene. Und wir haben ja beim VDI, entwickeln wir ja die VDI 2552, die nationale BIM-Richtlinie, wo wir inzwischen schon in einigen Blättern so weit sind, dass wir Grün- und Weißdrucke haben. Und wir werden im Mai anfangen mit dem Blatt 11. Und das Blatt 11, das Thema dieses Blatt 11 ist genau das Thema, die Überschrift könnte man sagen, Exchange Requirement. Momentan steht hier noch, wahrscheinlich ist ein Arbeitstitel, Anforderungen an Informationsaustausch. Das heißt, diese VDI 2552 ist so angedacht, dass es im Prinzip auch ein ganzes BIM-Regelhandbuch wird, das dann irgendwo in die Tiefen geht. Und ich kann mir vorstellen, dass dieses Blatt 11 selber, das Deckblatt, ein relativ schlankes Blatt ist, unter dem wir dann eine ganze Reihe von Exchange Requirements für die verschiedenen Anforderungen aufhängen können. Wer also Interesse hat, an dieser Geschichte mitzuarbeiten, möge eine kurze Mail schicken an den Herrn Janssen, die E-Mail-Adresse sehen Sie da, oder an mich, dann werde ich das weiterleiten an den Herrn Janssen. Wenn wir einen ähnlichen Run bekommen wie beim Vorgängerblatt 10, AIAs und BAPs, da mussten wir ein bisschen, sage ich mal, aussieben, das war also sozusagen First Come, First Serve, damit wir eben noch arbeitsfähig sind. Ja, damit möchte ich heute ein bisschen meinen Beitrag schließen mit diesem Appell an Sie, dass wir hier im Schulterschluss die Sache vorantreiben. Ich glaube, das würde der ganzen Sache enorm gut tun. Ein paar Ankündigungen zum Schluss noch. Sie haben gehört, dass es ein Weiterbildungszertifikat, in Entwicklung ist. Dieses Weiterentwicklungszertifikat wurde mit den verschiedenen Chaptern entwickelt und wir starten als erstes Chapter, Building Smart Chapter in Deutsch, als deutsches Chapter das Rollout heute. Verfolgen Sie das, was im Newsletter steht, was auf der Webseite angekündigt wird und es gibt dann einen extra Slot, wo Sie noch Details dazu erfahren können, heute im Slot D2 um 14.30 Uhr. Eine weitere Ankündigung, neben dem Programm, das Sie finden, gibt es noch eine weitere Runde, wo Sie sich anschauen können, was passiert. Eine Reihe von Softwareunternehmen zeigt Ihnen, was Sie heutzutage mit EFC erreichen können, wie Sie die Daten austauschen können. Sie können sich das anschauen im Raum 6 um 11.30 Uhr. Um 15.30 Uhr steht die Gruppe für Fragen und Antworten zur Verfügung.
Ja, es ist noch ein weiteres Goodie dabei, dass Sie heute erschienen sind. Jeder Teilnehmer, der heute hier teilnimmt, kann ein kostenloses Freiticket zur BIMWorld im Herbst in München bekommen. Und wenn Sie daran Interesse haben, wie das organisatorisch abgewickelt wird, Mail an Geschäftsstelle, wunderbar. Also wer das machen möchte, Mail an Geschäftsstelle und dann wird das abgewickelt. Da wir den Anwendertag diesmal in Bayern haben, vielleicht sind auch einige aus Oberbayern da. Ein Hinweis, es gibt jetzt in den nächsten Wochen eine Möglichkeit, an einem BIM-Innovationsforum teilzunehmen. Das ist ein Business Matchmaking Day, wo man neue Geschäftsideen im Bereich BIM entwickeln kann oder Partner finden kann. Wenn Sie also Mailadresse, also die Internetadresse ist ein bisschen zu lang, aber BIM Innovationsforum Ammersee, dann finden Sie das auf alle Fälle. Einige Plätze sind noch frei, das Schiff ist schon recht gut ausgebucht. Wer also das Nützliche mit dem Angenehmen verbinden möchte, ist hier eine Möglichkeit. Zum Schluss schließe ich mit einem ganz herzlichen Dank an unsere Sponsoren, unsere Hauptsponsoren Graphisoft und Allplan. Wir danken unseren Sponsoren Data Design Systems, G&W Software AG aus München, Toast Project Management, AKG Software Consulting, Computerworks, Obermeier Plan und Beraten, JSB Architekten. Wir danken unseren Unterstützern N&P Informationssysteme, DU Dietrichs Project Management AG, eTask, HDR, Sophistic, hier Platzhirsch heute in Nürnberg, Asta Development, Mensch und Maschine Deutschland, Xiometrik, Dalux. Ganz besonders bedanken wir uns natürlich bei unseren ideellen Kooperationspartnern. Nur über dieses Netzwerk ist es möglich, dass wir diese ganze Thematik weiterbringen. Ich glaube, wir haben hier sehr, sehr gute Partner, mit denen wir schon seit vielen Jahren teilweise die Thematik auf verschiedenen Ebenen zusammen weitertreiben. Und wir bedanken uns bei unseren Medienpartnern, die uns helfen, diese Message auch in die Breite zu tragen. Herzlichen Dank. Applaus